Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir haben einiges zu tun. Ganz, ganz viele Leute hier mit grünem Ausrufezeichen vor der Stirn. Die wollen wir mal anlabern. Hallo. Also, was willst du? Was willst du? Gibt es irgendein Problem? Ja, das würde ich auch gern wissen. Sind Fremde. Du bist die zweite, die ich heute sehe. Ja, du bist die erste, die ich heute sehe. Desto besser für das Land hier. Desto weniger übel das Wurzeln schlägt. Ich dachte, den Schmerz eures Landgottes zu lindern, hätte für ein wenig guten Willen gesorgt. Reh wird sowieso sterben, genau wie wir alle. Na, das ist eine positive Lebenseinstellung. Wir glauben das bisschen, das wir haben. Wie diese Kaja-Jägerin vorhin, gekleidet wie ein Vogel, mit einem Utaro-Mädchen im Schlepptau, als wäre sie eine Sklavin. Nannte das Mädchen eine Drossel. Das habe ich noch nie gehört. Muss eine Art Kaja-Fluch sein. Sag Moment. Mir nichts. Eine Kaja-Jägerin mit einer Utaro-Drossel? Was, führe ich Selbstgespräche? Ja, hab sie heute gesehen, rannten nach Südwesten, in den sicheren Tod. Oh, oh. Da kann man keine Stachelfrucht ernten. Zu viele Maschinen. Die armen Stachelfrüchte müssen sich also selbst ernten. Wir Samen fruchtbaren Boden finden. Es war nicht deine Absicht, aber du hast mir geholfen, eine alte Freundin zu finden. Danke. Ich brauche deinen Dank nicht. Danke für ich gar nichts. Ja, dann gib ihn an die nächste Person. Kaja-Jägerin. Double it and give it to the next person. So, da ist eine Werkbank. Soll ich anfangen? Hallo. Die hat aber schön mit ihrem Harpier, mit ihrem Schwert gewedelt. Echt, du hast nicht mehr zum Kaufen. Doch, du hast einen Langbeinflügelbrenner. Ist das wertvoll? Kostet nicht so viel. Ja, damit. Kaufen. Für was haben wir die Grünglanzsplitter denn? Breitschlundzahn, na die schießt man ihm doch selber aus. Braucht auch grünen Glanz her damit. Weiß nicht, ob das wertvoll ist oder nicht. Wir haben's auf jeden Fall mal. So, was können wir hier an der Werkbank verbessern? Beutel-Upgrades. Proviantbeutel, Nahrung aus 2 wird 3. Upgrade, her damit. Ja? Wunderbar. Nein, den nächsten kann ich nicht. Das braucht eine Fuchshaut. Okay. Wir müssen fuchsige Füchse töten. Mittlerer Gesundheitstrank. Wie viel habe ich davon? Dafür brauche ich Beeren. Herstellen. Herstellen. Reinigungstrank. Ich kann mich reinigen. Ein wirksamer Trank, der aus Pflanzen- und Tierextrakten hergestellt wird. Entfernt Statuseffekte und erhöht die Verteidigung. Oh, klingt auch nicht schlecht. Und das ist ein kleiner Gesundheitstrank, aber die mittleren sind auch nicht... Oh, kann ich nicht mehr herstellen. Warum nicht? Ich dachte, hier links ist... Hallo? Nicht genügend Platz in meinem Trankbeutel. Oh, scheiße. Ja, dann geht's nicht. Fallenherstellung ist mir eigentlich egal. Löschwasserfalle. Ein Kanister mit Löschwasser, der an einem Holzstab festgebunden ist. Okay. Geschossen. Eine Löschwasserexplosion. Wieso ist Löschwasser jetzt was anderes als Wasser? Hat das einen speziellen Unterschied? Okay, Outfit brauchen wir definitiv mal ein neues. So langsam reicht das mit dem. Scharfschussbogen können wir nicht upgraden. Was braucht man? Gräberklanghülse. Das ist klar. Haben wir die hier noch irgendwo? Habe ich das eigentlich schon gescannt? Nö. Okay. Wurde aber golden angezeigt. Ein Flughorn. Boah, das macht Sinn, das pflügt ja auch den Boden. Da ist ja die Kiste. Vielleicht haben wir da einen Gräber irgendwas drin. Spulen und Gewebe haben wir schon mal nicht. Heidelbeeren haben wir ganz viele. Maschinenkern, Spitzenwühlerherz, Spitzengräberherz, Sprengpaste, Metallknochen. Also sieht schlecht aus. Munition ist auch hier ein bisschen drin. Rauchbomben nehmen wir doch wieder mit. Zum Nehmen markieren und nehmen. Ja, wunderbar klappt das. Gut, dann Waffen. Was haben wir denn da? Kaja Behemoth Kurzbogen. Und eine Nora Donnerschleuder. Sieht interessant aus. Donnerwetter, was kann die denn schleudern? So, dann haben wir hier noch Outfits. Das sieht aber richtig cool aus. Woher haben wir die denn? Einmal in so einem Zitronenfaltergelb mit richtigen Krälchen an den Beinen. Und einmal hier Nora Donner Elite.
Ja, von den Werten ist es nicht so gut, aber das nehmen wir mit. Das ziehen wir an. Kann man ja upgraden. So. Also ausrüsten muss ich separat, das ist klar. Inventar, Outfits und dann mal überstreifen. Ach, ich kann auch den Look anwenden von einem Outfit. Ich hätte gern das Outfit. Look anwenden und ausrüsten. Jetzt vergleichen wir das noch damit. Ja, 27 Fernkampf. Nee. Ist das Fern- oder Nahkampf? Ist egal. Es ist auf jeden Fall deutlich effektiver als das hier. Das hier sieht deutlich besser aus. Na, okay. Dann machen wir es doch ganz einfach so, wie die es uns gerade vorgeschlagen haben. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Hier bei Outfits hätte ich gar nicht so weit klicken müssen. Wir ziehen das hier über. Ausrüsten. Aber wir wenden diesen Look an. Und dann soll es hoffentlich passen. Okay, hier mal die ganzen Sachen, die wir haben, aufdecken. Streitfiguren haben wir auch. Können wir uns mal schön streiten. Würde ich tatsächlich gern mal wieder machen, sonst vergesse ich alles. So, da haben wir aber schöne Sachen drin. Kann ich nicht alles markieren. Na gut, Munitionstyp noch und dann Reitmaschinenruf. Okay, wieso ist der ausgerüstet? Ist egal. So, dann noch Waffen. Keine Ahnung, warum wir gerade so viele Bögen haben. Ein paar davon sind ausgerüstet. Ist egal. Machen wir erstmal weiter. Wird sich schon mit der Zeit ergeben. Pass auf dich auf, Fremde. Ein weiterer Langhals. Oder war es der, den wir schon haben? Okay, der geradeaus, den haben wir schon. Ich würde aber noch ein bisschen Backtracking machen. Vor allem, wir können jetzt die roten Dinger wegmachen. Diese Flammensplitter. Purpurne Engstelle. Das klingt ja auch interessant. Wo kann man denn schnell hinreisen? Reisen. Ja, klingt doch gut. Hinstapfen möchte ich da nicht. So, fortfahren. Das ging ja schnell. Ach, ich erinnere mich, glaub, an den Punkt hier. Ja, hier in der Nähe bin ich mal draufgegangen. Da erinnere ich mich dran. So, Werkbankkammer hier. Und auch hier ist wieder sowas mit Füßen und nicht verfügbar. Na gut, dann decken wir einmal das... Achso, da oben der Turm wird das Fragezeichen sein. Na egal, wir sind schon mal in der richtigen Umgebung. Heilpflanzen braucht man auch. Aber früher hat es doch hier nicht so geschneit. Nee, bin mir ziemlich sicher, dass hier früher gutes Wetter war. Nicht so, gibt's Jahreszeiten hier drin? Ich denk mal. Anscheinend ist der Pfad schon lange zerstört. Du könntest es versuchen. Ja, du könntest es trotzdem versuchen. Zumindest ein bisschen. So. Nicht gleiten. Hoch. Hoch mit dir. Nicht so faul. Ja, das sagt gerade der Richtige, ich weiß. Bin noch nie in meinem Leben geklettert. Zumindest nicht erfolgreich. Versteh auch nicht, was man an dem Sport finden kann. Ist so ätzend. Gut, das sage ich bei vielen Sportarten. Klettern ganz besonders. Das und Bouldern. Scheint aber Leuten Spaß zu machen, also. Was soll's. Muss mir ja nicht alles gefallen. Das gibt eine gute Farbe. Ja, du und deine guten Farben. So. Bitterkraut. Das ist bitter, aber nicht für mich. Aber wahrscheinlich auch für mich. Ich würde erstmal sagen, das ist gut für mich. So. Fragezeichen rückt immer näher. Vielleicht ist da wieder eine Satellitenschüssel drauf, von der wir irgendein Element klauen können. Aloy? Du musst nach oben. Glaub mir. Vertrau mir. Ach, ist es dein Ernst? Wollte da einfach nicht weiter hochklettern. Nein, nach rechts. Nur nach rechts geht's weiter. So. Na also. Ja, na also, was haben wir hier? Eine Ruine. Toll. Was können wir jetzt da... was Lilanes. Hat sich schon mal gelohnt. Ach, nur eine Rolex drin. Die sollte man so langsam mal verkaufen. So, das nehmen wir auch mit. So, sieht doch schon viel besser aus hier. Ich komme. Ich komme auch, aber nicht... Nein!
Oh, Aloy. Das ist echt grenzwertig, was du da gerade gemacht hast. So, keine Extra-Taste drücken. Wäre schön, wenn sie auf irgendeine reagiert. Gut, ich halte sie gedrückt, ich halte sie gedrückt. Doppelklicken ist mein sicherer Tod. So, dann wollen wir mal hier hoch. Ich will einen Speicherpunkt in der Nähe. Hab's Gefühl, Aloy ist übermotiviert im Ausweichen. Das ist nicht gut. Geschafft. Sehr gut, Satellitenschüssel. Ja, hier mit der Signallinse, was auch immer die bringen mag. Später raus, was ich damit mache. Ja, da bin ich mir ganz sicher. So. Dann wollen wir uns einfach wieder abseilen, denke ich mal. Ah, da wäre auch eine Rutsche gewesen. So eine Seilbahnrutsche. Da ist sie. Gut, so leicht wäre man anscheinend nicht hingekommen. Na gut. Nein, Aloy! Oh, ein Glück können wir gleiten. Oh, diese Steuerung. Vielleicht sollte ich mit Controller spielen, aber ich spiele keine Spiele mit Controller, wo ich was treffen will. Also, alles, wo ich ansatzweise schießen muss, mache ich eigentlich mit der Maus. Sonst wird das nichts. Gut, wird schon was, vor allem mit Aim Assist, aber das frustriert mich mehr, als dass es mir was nützt. Deswegen Maus und Tastatur für alles, wo ich schießen muss. Bin kein Controller-Verweigerer, nur was Schießen angeht. Also so ein halbwegs Verweigerer. So, dann würde ich gern mal hier zur purpurnen Engstelle. So heißt auch ein Körperteil bei mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr eine Vermutung habt, was ich damit meine. Ist sehr schwierig. Werdet ihr bestimmt nicht drauf kommen. Vielleicht ja doch. So. Achso, die purpurne Engstelle haben wir ja. Das war einfach die Mine. Da ging es jetzt auch nicht weiter. Tja. Dann ist die wahrscheinlich abgeschlossen. Dann können wir zur nächsten Engstelle. In den nächsten Kampf oder für den nächsten Kampf? Ich glaube, für den nächsten Kampf. So, dann ist das wahrscheinlich wirklich abgeschlossen. Dann können wir aber schnell reisen. Blockierter Weg. Fehlendes Werkzeug benötigt. Nicht, dass das fehlende Werkzeug habe ich jetzt. Kann man dahin schnell reisen? Nicht so leicht. Dann habe ich noch mein Reittier. Ich habe irgendein Reittier. Das ist wunderbar. Ist, glaube ich, nicht mehr mein originales, aber so ein Ersatz tut's doch auch. So, nach Wild Ausschau halten, vor allem nach Füchsen, da braucht man ein bisschen Fell. Unbekanntes Gräberareal. Braucht man nicht von Gräbern für unseren Bogen irgendein Bauteil? Wir schauen mal, was man den abschießen können. So, ein Bauteil. War's die Linse? Halt mal still, Kollege. Zeig mir deine Linse. Ach, du bist down. Dann bringt es auch nichts. Ja, ist sehr gut. Linse her. Wie auch immer. So. Irgendeine Linse wird schon dabei sein. Ob sie jetzt heil ist, weiß ich nicht. Ein Zirkulator ist drin. Das bringt mir nichts. Metallknochen ist drin. Das bringt mir nichts. Und hier wird auch keine Linse drin sein, wenn man nach dem Symbol geht. Oh, ich habe einen neuen Stein aufgehoben. Ich bin ja so glücklich. Da liegen noch mehr Steinchen. Sieht nicht nach Stein aus, sondern so nach kleinen Häufchen. Kann man hier sich so fühlen, als würde man Hundehäufchen aufsammeln. Ist das nicht schön? So. Unbekannte Siedlung voraus. Wie haben wir die denn? Da war doch gar kein Fragezeichen bis jetzt. Interessant. Also Fragezeichen tauchen auch nur in einer gewissen Reichweite auf. Das macht ja auch Sinn. Zumindest wenn sie das teilweise tun. War man hier nicht schon? Baumfall, ja, das sehe ich. Viele Bäume sind hier gefallen. Die Leute sind so kreativ in der Namensgebung. Kann man euch helfen? Nein. Gut. Dann geht's voran. Da haben wir noch unbekannte Werkbank und bekanntes Lagerfeuer. Können wir da mal kurz speichern. Gehen die Ressourcen schon mal nicht verloren. Ja, hallo Schwestern. So. Schön speichern.
Kiste, Jägerbedarf, kauf was oder geh, Gräberklanghülse, haben wir die nicht gebraucht, Reishorngeweih, nee, erstmal nicht, wir schauen auf die Werkbank, ob es das war, eine Werkbank hätte ich gewollt, da ist sie, mach sie doch direkt neben den Händler. So, Waffen-Upgrades. Du brauchst eine Gräberklanghülse. Wo haben sie denn ihre Klanghülse? Unten am Schwanz. So, die nehme auf jeden Fall. Kaufen. Kostet mich einen Grünglanz. Splitter viel zu teuer, aber jetzt können wir ihn upgraden. Und ich verspreche mir davon relativ viel. Und wir kriegen Waffenspulenplatz. Upgrade. Das hätte auch ein bisschen schneller gehen können. Akzeptieren. Wunderbar. So, jetzt muss da irgendwie noch eine Spule rein. Waffen. Welche ist es jetzt? Ich glaube, der Scharfschussbogen. Spulen. Frostsprengschleuder nutzt. Achso, die Frost. Überspannenschaden. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Überspannen mit einer Waffe genutzt wird. Okay, wir brauchen wertvollere Spulen, sonst hat das alles keinen Sinn. Ansonsten. Ja, Erfahrungspunkte Hammer. Und ich habe mal in der Zwischenzeit. Ja, ich habe geschaut, was für Fertigkeiten es gibt. Das meiste habe ich vergessen. Aber mir ist nicht aufgefallen, dass es einen Skill gibt. Alles vorbereitet. Gott, das ist schön für dich. Es gibt kein Skill, so wie ich das gesehen habe, womit wir länger die Luft anhalten können. Vielleicht gibt es Outfits, mit denen wir das machen können oder Spulen, keine Ahnung, die dann in Outfits platziert werden. Ich schätze mal, irgendwie sowas muss es geben. Aber jetzt wirklich Fertigkeitenpunkt dafür habe ich nicht gefunden. Also können wir da wild weiter... Nein, ich wollte Schwein haben. Schwein, komm hier. Können wir munter weiter drauf skillen auf alles, was Spaß macht. Gibt auch tatsächlich in diesem Tarn-Skill-Tree richtig coole Sachen. Sollte man vielleicht auch mal angehen. Ah, das hat noch ein bisschen Zeit. An Skill-Punkten wird es hier garantiert nicht scheitern. Da gibt es reichlich. So, da ist noch ein Lagerfeuer. Da sind nochmal böse Maschinen. Her mit deinem Klanghorn. Jo. Das war doch ein Klanghorn, oder? Nee, sieht nicht so aus. Hey, den Grünglanzsplitter nicht komplett umsonst ausgegeben. Noch ein Wildschwein, das ist fein. Ja. Gehen wir nochmal hier hoch. Das war ja nicht so wild, wenn Aloy sich benimmt. Obwohl, das sind immer noch diese Wurzeln, glaube ich. Da kommen wir immer noch nicht durch. Vielleicht habe ich deswegen noch die Markierung, dass ich Werkzeug dafür benötige. Ich schätze mal, das ist sogar so, dass das mit den Wurzeln nicht klappt. Dann würde ich sagen, hier haben wir eine Quest abzugeben. Da haben wir eine Quest abzugeben. Dann reißen wir doch einfach hier hin. Und das würde ich sagen, nehmen wir das nächste Lagerfeuer. Ist ja gleich in der Nähe und dann können wir eine Schnellreise machen. Haben hoffentlich genügend Schlafsäcke dabei, sonst reiten wir halt dorthin. So weit ist das jetzt auch nicht. Eine Schnellreise ist doch manchmal so schön praktisch. Vor allem in so ein Startgebiet, wo man nicht unbedingt mehr Lust hat, viel sich zu betteln oder zu erkunden. Wildschwein! Keine Munition mehr! Nachcraften. Komm her! Nein, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Das ist schlecht fürs Fleisch. So, Lagerfeuer. Ah, direkt vor mir. Schnellreise kostenlos. Gerne. Dahin kann man nicht schnell reisen. Okay, fehlendes Werkzeug, fehlendes Werkzeug. Aber hierhin müssen wir doch schnell reisen können. Und wie mache ich das? Ja. Okay, von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Das klingt soweit sinnvoll. Ja, Frost wird auch das Symbol dargestellt. Warum lädt es denn jetzt so lange? Wahrscheinlich, weil ich in einer größeren Siedlung bin. Muss ich die ganzen NPCs laden. Obwohl das so solche NPCs sind. Könnt ihr euch nicht vorstellen.
So, hast du neue Outfits für mich? Typ, der so aussieht wie der Koch. Nora Jägerin, Nora Donner Elite. Ah, daher haben wir es vielleicht. Und den Elite Kaja Behemoth, den haben wir auf jeden Fall auch in der Kiste. Wir können ein bisschen was verkaufen, was verwenden wir denn nicht? Das ist schön für dich. Was können wir verkaufen? Nicht unbedingt Werkzeuge, Streitfiguren, Spulen. Was ist das für eine? Erhöht deine Verteidigung gegen Säureschaden. Okay. Vielleicht irgendwann mal. Rohstoffe. Hier, zu verkaufende Gegenstände. Zum Verkaufen. Verseuchtes Fleisch. Na, wer wird das denn noch kaufen? Ja, natürlich will ich die 700 Scherben. Dankeschön, Händler. Ich hab grad zu tun. Und hast... Ich werde dafür nicht genug bezahlt. Na, das wirst du garantiert nicht. Und jetzt Tenakt die Fahrlicht angreifen? Wir hätten uns nie mit den Tenakt anlegen dürfen. Haben wir ja nicht. Du solltest dich lieber gut ausstatten. Es ist hier jetzt viel gefährlicher als... Ja, was hast du denn? Zeig mir deine Waren. Wieso flackert es heute wieder so? Als ob hier irgendwas gut wäre. Überspringen. Hey, ich wollte mit dir handeln. Kriegerbogen. Das ist doch kein Kriegerbogen, das ist eine Schleuder. Können doch nicht Dinge einfach anders benennen. Na gut, der hat im Moment nichts für uns. Dann nicht da, sondern kehre zu Jawad, dem Willigen, zurück. Wer ist denn außer mir hier willig? Und Essen sollte man definitiv auch kaufen beim guten Koch. Ah, du bist der Willige. Du. Was? Wirklich? Ja. Wie? Olvens Arbeiter haben in der Mine westlich des Steinbruchs gesprengt. Ordentlich sogar. Wollen sie einige der Tunnel öffnen. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Ja, hat es recht. Diese Tunnel führen meilenweit. Sogar bis unter den... Den was? Du meinst doch nicht... Und ich habe auf der anderen Seite der Berge Pferche entdeckt, wo Tenakt-Rebellen Maschinen hielten. Auch Dornrücken. Durch Olvens Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrücken-Misere, Olvend. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die auch. Ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvend her. Und Petra auch. Wer ist Petra? Tja. Müssen wir jetzt warten, bis er da ist? Tja, die Spucke schmeckt wahrscheinlich immer noch nicht. Was ist jetzt? Hi, Alvund. Ulvund. Er zitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was macht Petra mit dem Magistrat? Werden die Kaja die Konzession unterzeichnen? Was? Was will die hier? Dich verhaften. Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, eigentlich darum geht bin es. Ich ja der Rostkopf mit den roten Haaren. Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Kaja... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvend. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magister, sieht's aus. Hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvend. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Tja, jetzt bin ich richtig enttäuscht. Ach, du ich wusste es ja schon. Du hast auch in anderen Minen herumgepusht. Corvens Trupp ist nur dank Aloy nicht ertrunken. Tja. Ich,
Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Böse Miene zu bösem Spiel. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Ja, besser als du. Fall doch tot um. Raus. Gleichfalls. Oh, wir wollen und brauchen dich nicht. Wieder mit Arbeit. Tja, das geschieht ihm recht. Geschieht ihm recht. Sag ich weg doch. Von mir. Karma ist a bitch. Dreck steht dir gut, Alvind. Ciao. Komm nie wieder. Wie die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Ach, nicht zu danken. Der war ein Arsch. Hier. Bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Die wird's definitiv besser machen. Ich bin ein Flammenhaar. Wieso nennen mich nicht alle so? Ist doch viel besser als Aloy. Oh, okay. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Ja, hoffen wir's mal. Seiden die Macht steigt ihr zu Kopf. Die macht noch viel, viel schlimmere Sachen. Ja, ich glaub nicht. So, rede mit Tolland. Wo ist denn dieser tolle Land? Da drin ist er. Na gut, wird mir gar nicht auf dem Hut gerade angezeigt. Dann muss ich ja nicht alles anzeigen. Ah, scheiße. In irgendein Haus eingebrochen. Ach, der Typ wohnt hier. So, wo bist du denn? Hi. Du bist die Maschinenjägerin, die Karja rausgehauen hat. So hat das noch nie jemand ausgedrückt. Was willst du? Du sollst weiß oben bei den nicht. Klippen Flüchtlinge schikanieren. Das stimmt. Ah, nicht. Das ist der. Da oben ist Beute. Ein Sturmvogel. Ja, der gehört mir. Mit der Harpune hier. War kein einfacher Schuss, muss ich sagen. Ich traf schön für dich. Flügel. Er krachte in den alten Turm da oben. Ein schneller Tod. Wenn hier jemand Ärger macht, dann die dreckigen Schattenkarja, die mich nicht zu meiner Beute lassen. Bisschen weniger Rassismus. Aber du holst sie dir notfalls auch mit Gewalt? Nicht nötig. Die sind völlig am Ende. Vermutlich werden die sowieso demnächst verhungern. Wir werden sehen. Ja, nicht wahr? So, hier ist jetzt dicht für Karja, Freunde. Mach, dass du wegkommst. Hey, ich könnte dich auch umbringen. Na gut, das war nicht sehr ergiebig. So, mit dem will ich nicht nochmal kämpfen. Wo wollen wir dann hin? Hier ist Feuerglimmer, da müssen wir auf jeden Fall hin. Rüber. Bestimmt hier. Irgendwie kommen wir rüber. Ja, hat geklappt. Ohne Probleme. So. Wo ist denn der nächstgelegene Fuchs? Da fehlen uns noch ein, zwei. Zumindest deren Häute. Die Füchse braucht man jetzt nicht per se. Ah. Dann entzündet es mal. Macht bestimmt eine schöne Öffnung rein und wir kriegen endlich was Legendäres. Nee, ich glaube nicht, dass wir was Legendäres bekommen, aber ich hoffe drauf. Vielleicht kriegt man auch nur einen Stein auf den Schädel. Die Stürmerherde aus Larens Vertrag sollte in der Nähe sein. Da sind die Stürmer. Wenn ich ein paar ausschalte, sollte was für Stürmer? Anlocken, nach denen ich suche. Was laberst du gerade von Stürmern? Eine Ruine. Okay. Mehr war hier nicht drin. Doch. Jetzt kommen wir da hoch. Und was bringt es hier oben zu sein? Gibt's da wieder eine Satellitenschüssel? Wir werden's, glaub, rausfinden. Kommst du da hoch? Na gut. Nein! Steuerung und S. Hui. Das habe ich gut gemacht. Irgendwas kann ich ja doch. Das ist ein tolles Ding. Ja, aber deine Springkünste lassen zu wünschen übrig.
So, nochmal. Und dann... Na gut, diesmal hat's geklappt. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd gewesen davor. Bin gespannt, was hier oben noch auf uns lauert. Hoffentlich mal gescheiter Loot. Leiter runterlassen. Von mir aus. So. Ich da geht's noch dran. Diese Plünderer jagen. Ah, Aloy. Machst mein Leben echt kompliziert. Aber da oben liegt ja nicht mal was. Lohnt sich's? Na gut, wir haben die Leiter. Dann schauen wir mal, ob da noch was liegt. Weil, warum sollten wir sonst außen rumkommen? Ich muss doch für Laren diese Plünderer jagen. Ja, mach mal sofort. Da ist doch was. Für Laren diese Plünderer jagen. Ja, halt's Maul. Sorry. Ich hab's verstanden, aber ich bin gerade mit einer anderen Aktivität. Ich muss doch für Laren diese Plünderer jagen. Ja? Du wiederholst dich. Kann man das nicht mit dem aufziehen? Schade. Wirklich schade. Da unten ist noch was. Mittleres Lager für Wertgegenstände, alles klar. Wo sind denn diese Plünderer, von denen du die ganze Zeit redest? Erledige die Stürmer. Du sagtest doch Plünderer. Okay. Und wie viele? Alle? Wird erledigt, Boss. Ja, schieß mal die Teile einfach ab. Sind doch auch an den Hörnern nicht so begeistert. So, ganze Pfeilsalve. Nein, das ist doch keiner. Ist egal. Oh, da habe ich ja nur Mist getroffen. Das ist schwierig zu zielen hier. Jetzt aber. Okay, na, also. Holen wir die Plünderer-Kiefer für Larend. Was für Plünderer-Kiefer? Bist du ein Plünderer? Nö. So. Alles gut bei dir? Anscheinend nicht. Vielleicht hätte ich die Quest annehmen sollen. Weiß ich nicht. So, das braucht man auf jeden Fall. Alle Ressourcen sind gute Ressourcen. Wo wollen die denn alle hin? Haben es ganz eilig im Moment. So, schön die Hörner abschießen. Keine Munition ist schlecht. Ein wütender Feind ist auch schlecht. Einen erwischt. Jetzt nur noch ein paar mehr. Ein paar mehr willst du noch? Den kriegt man auch hin. Der ist direkt einer. Put, put, put. Nein, mach doch sowas nicht. Komm her. Nicht weglaufen. Ich treffe euch doch so nicht. Ah, scheiße. So treffe ich. Wieder nicht. Das verballert nur Pfeile. Im hohen Ausmaß. Ein Fortschritt. Fortschritt? So, ich glaube, ich habe mir auch angelesen, was das bringt. Plus 45% Nahkampfschaden. Ja, wenn man Munition hätte. Na also. Wie viel soll ich von denen noch erledigen? Plünderer. Wie aufs Stichwort. Plünderer? Ah. Scammer kurz. Wo ist der nächste? Da. Oh, ist echt schwierig damit zu zielen. Nein! Mach doch sowas nicht. Muss kurz nachcraften. Sorry, Jungs. So wenig Ausdauer. Komm schon her mit der Waffenausdauer. Au! Vorrücken! Na also. Nein! Stiller Schlag, mächtiger Schlag, K.O.-Schlag. Ah, kritischer Schlag. Irgendein Wort war's. Das ist echt eine geile Attacke. Das
gibt auch einen Skill, der bei so kritischen Schlägen Gesundheit wieder auffüllt. Das bräuchte ich, glaube ich. Und so bei heimlichen Schlägen auch. Oder was nur bei heimlichen Schlägen? Keine Ahnung. So, wir probieren das nochmal. Na also, wenn sie stillstehen, klappt's ja. Hör auf, dich so aufzuregen. Ganz normal, was man mit dir gerade macht. Ja. Yeah. So. Das sollte reichen. Setz weiß die ich Teile doch nicht. Zu Laren zu bringen. Wer war Laren? Ach, dieser Rüstungsding, der die beste Rüstung ganz auf der ganzen Scheibenwelt machen will. Nicht Scheibenwelt. Erde. Ich glaube, wir sind gerade auf der Erde. Oder eine alternative Version davon. Ja, ja, Vorräte schaden nie. Das ist auch mein Motto. Hey, da ist noch ein Stürmer. Gib mir dein Horn. Die sind wertvoll. Beide Hörner hier. Nur ein Horn da. Ein Einhorn ist es nicht, aber zumindest das Horn haben wir aufgehoben. Nee, gut. Der wollte dann nicht komplett alle gemacht werden. Schön, dass die Kisten ein bisschen respawnen, habe ich so zumindest im Gefühl. Dass man da nicht... Oh, hier ist noch was Unbekanntes und noch was Unbekanntes. Ach, da ist auch das Kaja-Lager. Kann ich mal bitte den anderen Wegpunkt wegbekommen? Weg. Weg, 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 weg. Na, geht doch. Wild umherklicken hat noch nie geschadet. Dann wollen wir mal da hoch zu den Kaja-Flüchtlingen. Vielleicht können wir sie ja retten. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall soll da ein schöner Beutevogel liegen. So, her mit dem Reittier. Das gehe ich nicht okay. Zu Fuß. Hier lang. Das sieht richtig aus. Ah, scheiße Berge. Das sah doch einfach... Kommst du da hoch? Nein. Ah, da kommst du hoch. Hui. Nein. Noch ein paar Stufen mehr. Ich glaube, da oben waren wir doch schon mal. Wie soll man da noch nichts freigeschalten? Oh, das war ein Wildtierkill. Hab jetzt nicht gesehen, ob das ein Fuchs war. Wahrscheinlich nicht, weil so schlau war das Tier nicht. Wenn es einfach unter die Hufe gerät. So, da oben müssen wir hin. Versunkene Höhle, der westliche Schrecken. Welche Leute da werden angegriffen? Nein, Leute, was ist los mit euch? Willst du nicht helfen? Ich helf. Ich meine doch. Ich hatte das hier nur im Auge. Kettenkratz. Wieder mit dir. Ach, beweg dich doch nicht, du Arsch. So, die Karibu-Hörner nehmen wir auch mit. Nein. Nein. Lasst es. Kollege. Kollege, das gefällt mir nicht. So, her mit deinen Bauteilen. Her mit deinen Bauteilen. So, das schreit nach Mut. Sieht nicht gut aus, Leute. Doch, ich sehe perfekt aus. Au. Wieso schießt er auf einmal so genau? Und ich nicht. Hä, wie viel Leben hat denn der einfache Gräber? Nicht so viel, wenn man trifft. Auch tot? Noch nicht tot. Jetzt tot. Und auch tot. Da kommen noch mehr Maschinen. Ich mach den Rest. Geh, Lukascha. Ja, ich mach den Rest. Ich helfe der Nora. Ich bin die Retterin der Welt. So will ich auch angeredet werden. Yeah. Immer noch nicht draufgegangen. So, jetzt aber. War hier nicht noch einer? Egal, ich loot erstmal. Endlich sehe ich die Retterin von Meridian in Aktion. Da ist doch noch einer. Ja. Au. Haha. Ha. Oh, du lebst noch. Jetzt aber, haha. Ha. So. Alles gehört mir. Das war der Letzte. Ja. Ich soll's nach den Flüchtlingen sehen. Och, denen geht's bestimmt gut. Sehr. Erstmal einsammeln. Man wird hier nicht umsonst zur Retterin der Nation. Man muss vorbereitet sein. Oh, hier liegt eine Falle. Hab ich die geworfen? Nö. Ich entschärfe sie trotzdem mal. Tja, die gehört jetzt mir. Nicht, dass sich jemand noch ernsthaft verletzt. Die gehört auch mir. Da ist noch eine Falle. So, wo muss ich hin?
Entweder hier in die Höhle, da waren doch Leute, oder? Leute? Gräber durchsuchen. Den wollen wir auf jeden Fall durchsuchen. Na gut. Ich glaube, wir müssen dem Pfad weiter folgen. Nachdem wir hier die zwei Leichen durchstöbert haben. Komm mal her, Reitvieh. Komm her. Ja, braves Tier. Bist ja schon ein braves Tier. Hoch mit dir. Ich muss mich fürs Erste von der Maschine trennen. Ah, scheiße. Tut mir leid, Maschine. Du darfst hier nicht rein. Geht's euch gut? Oh, das sieht nicht gut aus. Ist das schlimm, Lukascha? Ach nein, nur eine Fleischwunde. Alles wird gut. Sind alle okay? Sieht das so aus? Aber nicht geschlagen. Unser Orden sieht einen weiteren Morgen. Ja, das reimt sich. Sind Sie sicher? Wir sind Entbehrungen gewöhnt, Nora. Wir haben das halbe Sonnenreich durchquert, nur mit dem, was wir am Leib tragen. Und sobald unser Sonnenpriester zurückkehrt, liegt unser Weg vor uns. Darauf warten wir. War denn euer Sonnenpriester? Ihr solltet Kennt lieber woanders den? Warten. Deine Leute brauchen Schutz. Östlich von hier ist eine... Kettenkratz. Ja, das wissen wir. Savoha sagt, sie sei nicht passend für uns. Wer ist denn Savoha? Unser Sonnenpriester. Unser Orden ist weit gekommen, dank seines... Sieh dir deinen Orden doch mal an. Okay, und wo ist dieser Savoha? Er stieg vor 3 Tagen hoch zum Turm, um zu meditieren, und wird dort bleiben, bis die Sonne ihm den Weg in die neue Heimat weist. Oh je. Der gefallene Sturmvogel ist ein Omen, sagte er. Und natürlich ist das so. Natürlich. Verstehe. Und wie lange wollt ihr hier auf ihn warten? Bis er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Er muss. Ja, ja. Irgendwann schon. Na gut, Sieh ja. euch doch an. Die Maschinen hätten euch fast ausgelöscht. Und Osseram-Schläger beobachten euch bereit zuzuschlagen. Ihr seid hier in Gefahr. Ihr müsst Savoha holen und verschwinden. Ja. Oder doch nicht. Die Situation. So schlimm war es noch nie. Ich weiß, wir können nicht hierbleiben, aber ohne Savoha, der uns führt, ich bin... Lass mich da hoch. Ich überzeug ihn, dass ihr weiterziehen müsst. Aber seine Meditation. Wenn er noch keine Vision hatte, wird er nicht... Ja, ja, lass mich erstmal mit ihm reden. Lass mich wenigstens nach ihm sehen. Wenn er schon 3 Tage dort ist. Ja. Ja, das ist vernünftig, nehme ich an. Bitte, pass auf. Ich passe immer auf. Der Weg, der zum Turm führt, ist brüchig. Savoha ist stark, aber der Aufstieg war sicher nicht leicht. Vielleicht steckt er auch in der Felsspalte fest. Das ist er selten. Na gut, tschüsseli. Ich red mal mit eurem Anführer. Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.